Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, es ist Mitte Dezember und ich freue mich, heute zum letzten Mal in diesem Jahr zu Ihnen sprechen zu können. 2021 war wieder ein schwieriges Jahr für die akademische Forschung und Lehre, aber ich denke, wir, Sie, haben das Beste aus der schwierigen Situation gemacht. Sie wissen, dass wir uns vor wenigen Tagen in der Hochschulleitung dazu entschlossen haben, ab Januar 2022 den Lehrbetrieb auf 2G umzustellen. Das heißt, die Präsenzlehre steht nur denjenigen offen, die genesen oder geimpft sind. Eine schwierige Entscheidung, aber sowohl die wissenschaftliche Erkenntnislage als auch die Stimmungslage in der Studierendenschaft bestärkt uns auf diesem Weg. In einer Umfrage haben etwa 2/3 aller Studierenden für 2G votiert. Wir werden bei den Prüfungen und bei Praktika auch im neuen Jahr bei 3G bleiben, sodass sichergestellt ist, zusammen mit den ohnehin bereitgestellten digitalen Angeboten, dass Sie alle Ihr Studium fortsetzen können. Gleichwohl möchte ich auch heute wieder an diejenigen, die noch nicht geimpft sind, appellieren. Lassen Sie sich impfen. Sie schützen damit sich und andere und können damit auch in Präsenz weiterhin dem Lehrbetrieb beiwohnen. Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles Gute, ein schönes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, viele von Ihnen im neuen Jahr hier auf unseren schönen Campi auch wieder persönlich begrüßen zu dürfen. Dear students, dear faculty, it is mid-December 2021 and I'm happy to speak to you one more time this year, a year that has again been difficult for academic teaching and research. But I think despite the difficult circumstances, we made the best out of the current situation. You made the best out of the current situation and we got through it okay. You know that we have decided to switch to what we call in German 2G, so vaccinated or recovered for our academic teaching in face-to-face formats starting January 2022. It has been a difficult decision, but we think that is the right way to go. Both scientific studies support us on this path, as well as surveys that show that the large majority of our students and faculty is in favor of 2G. It is just the best way to minimize the risk of infection. For those of you who are still not vaccinated, please do so. You're protecting yourself and you're protecting others. We will make sure, however, that everybody can finish this semester because for examinations and lab exercises, we will stick to what we call 3G. So even if you're neither vaccinated nor recovered, you can participate by showing us an up-to-date test. I wish you all the best for the upcoming holidays. I wish you all the best for the new year and I'm looking forward to see many of you personally here on our beautiful campus in Potsdam in 2022.